So, da bin ich wieder mit frischem Kaffee. Ja, ich sag ja, der weite Weg da, das dauert etwas länger, bis man da wieder vom LKW erstmal zur Tankstelle und zum Kaffee gelaufen ist und den bekommen hat. Und dann wieder zurück zum LKW. Und ich glaube, mein Internet hatte einen kleinen Disconnect zwischendrin. Zumindest war hier mein Tablet off und mein Laptop war auch off. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Ich gucke noch mal gerade im Streaming-Programm, aber das steht immer noch, dass ich streame. Also denke ich mal, dass alles geht. Ah, okay, danke, Jeanette. Naja, gut, dann, ja, dann ist es so. Dann gucke ich noch mal ganz kurz. Moment. Ja, auf dem Laptop läuft es auch wieder. Chat sehe ich auch wieder. Okay, super. Naja, gut, sorry, Leute. Was soll man machen? Passiert halt, Technik und so. Da bin ich auf jeden Fall wieder. Stream läuft auch wieder wunderbar. Und nochmal danke an die Rückmeldung, Jeanette. So, alles klar. So, jetzt Licht wieder an. Feststellbremse raus. Blinker gesetzt. Der Kaffee hier, Instant Kaffee to go. Da, wo er hingehört, hier nämlich. Und dann ja, fahren wir hier mal raus, ganz vorsichtig. Fenster wieder hoch. Ja, weiter geht die Reise ins gute alte Deutschland, beziehungsweise sind wir ja schon. Ich glaube, wir fahren nach Osnabrück mit Motorradreifen, voll beladen, Komplettladung. Motorradreifen ist jetzt nicht unbedingt die Art von Ladung, die ich geil finde, aber was soll man machen? Wenn der Chef oder der Disponent es halt so plant, dann ist das halt so. Ja, wunderschön, da sieht man auch gar nichts. Mal schauen, was uns dann hier erwartet. Also geplant ist auf jeden Fall, dass wir... Polizeikontrolle. Hallo, Herr Wachtmeister. Dass wir dann halt von Deutschland rüber nach Holland fahren. Mal schauen, ob das klappt. Was sagt die Uhrzeit? Bald schon 11 Uhr deutscher Ortszeit. Tja, da muss ich mal abwägen, ob wir das zeitlich noch hinbekommen, nach Holland zu fahren. Kommt jetzt ganz drauf an, wie lange das alles noch dauert. Aber ein bisschen Zeit ist noch. Also ich, ja, doch. Ich denke doch. Ich sage mal, bis 11:30 Uhr circa können wir heute hier noch senden. Also ich denke, wenn es jetzt nicht zu irgendwelchen krassen Staus, Umleitungen oder sonstigen Komplikationen kommt, sollte das möglich sein. Jetzt aber erstmal ein Schlückchen Kaffee. Also zum Wohl, meine Freunde. Ach ja, sehr gut. So, zack, boom. Ja. Oh, und hier in Deutschland ist es schon wieder 17 Uhr. Kann man ja fast schon wieder hier das Abblendlicht anmachen, was wir auch gerade getan haben. Tja, ich sag ja, wie die Zeit vergeht, nicht wahr? Ob Euro Truck Simulator oder Farming Simulator, das geht hier Schlag auf Schlag. Land Niedersachsen, ja, willkommen. Bauhaus. Wir wollen ja keine Werbung machen, aber ist nicht zu übersehen da rechts. Sieht auf jeden Fall auch schön aus. Man fühlt sich echt, als würde man hier typisch so durch Deutschland fahren. Ich kenne auf jeden Fall auch einen Autobahnabschnitt, da ist das genauso mit Bauhaus. Das kommt mir da sehr bekannt vor. So, unser Volvo läuft noch gut hier. Aber was anderes habe ich auch nicht erwartet. Volvo ist ja eigentlich immer ganz gut. Auch im PKW-Bereich kann man durchaus gut mit Volvo fahren und leben.
zu Osnabrück. Da war ein Schild, ist also nicht mehr so weit entfernt. Die Richtung stimmt. Dann werden wir da bestimmt auch bald erfolgreich einlaufen. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier auch die Ladung gut parken können. Vielleicht nicht ganz so eng. Vielleicht ist es dann beim Kunden nicht ganz so eng wie da, wo wir die Ladung übernommen haben in Finnland. Ihr wisst ja, am Anfang der Folge war schon ein etwas engerer Hof, also zumindest ja doch enger, aber vor allem eng, wenn man halt einen Lang-LKW hier am Start hat. Aber okay, hat ja alles geklappt. Und ich denke auch da, wo wir jetzt hinfahren, wo immer das auch sein wird, wird das schon klappen. Irgendwie geht's immer und irgendwie muss es auch immer gehen. Also passt schon. So, Überholverbot für LKW da rechts, aber hey, mit dem langen LKW habe ich eh nicht vor zu überholen. So, hier nach rechts abfahren, das sieht auf jeden Fall wieder stark danach aus. Und so wird es auch sein. Osnabrück Nord, ja, das kommt gut hin. Das kommt gut hin. Oh, auch ein bisschen enger hier. Boah, ein bisschen eng ist gut, ey. Ja, das interessiert mich ja jetzt mal. Passt das hier? Ja, aber. Da darf man echt die Kurve nicht zu eng nehmen. Da muss man schon extrem mit dem zweiten Anhänger mitdenken. Und ruhig mal in die gegnerische, ja, in die gegnerische Fahrspur reinziehen, also in die Gegenfahrbahn reinziehen, so links frei, rechts frei, ja, fast frei. Und wenn dann halt einer kommt, muss man warten. Und wenn frei ist, zieht man halt da rein. So einfach ist das. So, links frei, rechts, ja, links frei, rechts einigermaßen frei. Das wird schon passen. So, noch 30 Minuten, also ein Katzensprung von unserem Ziel sind wir jetzt entfernt. Dann kommen wir da in der Abenddämmerung ganz gechillt an. Hoffen wir mal, dass die uns dann heute noch abladen, dass da überhaupt noch jemand ist in dem Laden. Ansonsten heißt es vor dem Firmengelände irgendwo kampieren quasi. Eine Nacht. So, Osnabrück hier, ländliche Gegend. Okay, kann man machen. Nicht so viel Traffic, nicht so viel Stress, ist gut. So, ein bisschen zu schnell noch, also hauen wir mal kurz den Tempomaten rein. So, und hier wird der auch gleich auf 50 wahrscheinlich das Tempolimit angepasst sein. Okay, da hinten ins Industriegebiet rein. Also, wie ich schon sagte, weit ist es jetzt nicht mehr. Oh, Stadt Osnabrück. Yo. Willkommen. Hallo Osnabrück. Oh, ob der AI-Traffic das rafft, ich hoffe. So, das hat geklappt.
Und dann gleich sind wir beim Kunden. Ich bin schon sehr gespannt. So, der Typ fährt hier lang. Ah ja, klar, ist ja nur ein LKW, da kann man ihm ruhig mal die Vorfahrt nehmen, hat er sich gedacht. Ja, und ich sag so, bestimmt. Nee, ist in Ordnung. Ich meine, er hat gesehen, ich komme da langsam auf die Kreuzung zugefahren und hat er sich halt gedacht, okay, wenn ich Gas gebe, dann geht das. Und ich sag mal so, ist okay. Bin ich ihm jetzt nicht böse, aber jetzt steht er halt hier an der Ampel. Ha. So, hier rechts scheint es zu sein. Oh, DB Schenker, wer kennt's nicht? Okay, Hof ist ganz okay. Kann ich mitarbeiten, kann ich mitleben. Auch nicht viel los hier auf dem Gelände, ist schön. Oh, hinter uns die Polizei, die will ja wohl jetzt nicht hier an unserem Heck rumschnüffeln, oder? So, guten Tag, wo darf ich mich hinstellen? Hier oder hier? Ja, hier muss schon sein. Alles klar, danke, tschüss. So, ach ja, das wird wieder herrlich. Ja, das wird wieder herrlich. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen. Ohne zu viel akrobatische Einlagen zu vollführen. Allerdings muss der Verkehr da mitspielen und auch der Gegenverkehr natürlich. Wir ziehen dann einfach schön gerade ein bisschen auf die Straße und einigermaßen gerade zurück. Also zumindest so der Plan. Schauen wir mal, ob das in der Praxis auch klappt. Vielleicht müssen wir da gar nicht auf die Straße raus. Ich guck mal, sicher ist sicher. Nicht, dass wir da an dem einen Trailer hängen bleiben. Na, wenn wir den jetzt so ein bisschen nach rechts kriegen, dann passt ja eigentlich. Wenn. So, natürlich hier auch auf dem Zaun aufpassen, nicht da hängen bleiben. Das brauchen wir jetzt auch nicht zwangsläufig. Nicht wahr, meine Freunde? Ja, lassen wir den noch ein bisschen laufen hier. So, jetzt knickt er da schön rein. Oh, das wird doch nicht etwa ein One-Shot. Na, ich glaube, jetzt habe ich zu weit rein Counter gesteert, sozusagen. Bisschen. Ah, ich glaube, das andere rechts, beziehungsweise das richtige rechts, Jay, ja. So, und jetzt aber. Das könnte auch schon wieder ein Tick zu viel gewesen sein. Ne, ich glaube, so nochmal einmal kurz reinstechen. Dann könnte das schon eigentlich ganz gut klappen. Könnte. Na, warum sagt er nicht Ding Ding ready?
Na, immer noch nicht so jetzt. Ja, so gefällt mir das. Ach ja, wie schön. So, da würde ich sagen, stehen wir absolut akzeptabel da. Darf ich euch nochmal die schöne neue Firmenlackierung hier zeigen? Wanzek Logistik. Richtig schön, Thomas. Richtig, richtig schön. Alles klar. So, dann wollen wir mal sagen, dass wir hier perfekt stehen. Und die Jungs können sich ans Ausladen machen. Oh, neues Level erreicht. Hui. Natürlich auch speichern. Das darf natürlich nicht fehlen. Tim. Oh, warum nicht? Der gute Tim. Tim, auch wenn sein Name Jens ist, soll mir recht sein. So, was sagt die Uhrzeit? Gleich 11 Uhr. 11 Uhr o'clock. 11 Uhr. Ja, so, was geht hier jetzt ab? Okay. Wir müssen rüber nach Holland. Das ist ja alles Nafek. Oh, da geht's schon nach Holland. Oh, das ist eigentlich genau das Richtige, weil ich glaube, irgendwo da in der Gegend ist doch auch Salz und Gewürze, bin ich dabei. Ah, direkt da drüben beim netten Nagel und Kuhn oder wie die heißen. Sehr schön, so weiter geht's. Da ist die Frage, wird dann der Sprit noch halten oder nicht? Also bis nach Holland. Ich denke eigentlich schon, aber spätestens dann werden wir wahrscheinlich leicht an der Reserve knabbern. So, links, ja, okay, da ist frei. Nein, da kommt natürlich einer. War ja klar. Oh, und jetzt haben die ja auch noch grün, ja komm. So, links frei. Rechts frei, alles klar. Ja, hallo, Herr Wachtmeister. So, da wird er ja wohl vorbeikommen, also ich bitte Sie. So, da vorne dann links rein. Da ist ja auch schon da oben das Schild. Alles klar. Das sollte klappen. So, jetzt hier am Abend ist eigentlich, denke ich mal, auch im Gewerbegebiet nicht mehr so viel Verkehr. Aber was ist das für eine Ladestelle? Müssen wir uns da wieder den Arm abkurbeln? Oder meinen die es hier gnädig mit uns? Naja, ist schon ein bisschen was auf dem Gelände. Und so groß ist es auch nicht, das gute Gelände. Naja, aber hey, wenn die uns da mit langen LKW hinschicken, müssen die ja auch mal durchgeplant haben, dass man da auch mit langen LKW hinfahren kann, nicht wahr? So, ja, bitte, danke. So, Achtung jetzt. Ja, ich hab's befürchtet. Das wird jetzt auch nochmal sexy. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hart auf der Stelle drehen. Schon mal Grüße an die Reifen. Na gut, zumindest muss natürlich der eine Sattelauflieger hier im Weg stehen. Naja, gut, kann man jetzt auch nicht ändern. Wäre es ein Rennspiel, hätte ich gesagt, this is racing. In dem Fall würde ich einfach sagen, this is trucking. So, nur mal ganz kurz was checken. Ja, okay, passt nicht, dass uns der Anhänger hier gegen den Auflieger klatscht, aber nein. Tut er nicht. Beim besten will er nicht. Da ist mehr als genug Platz. So, und dann brauchen wir auch hier den ganzen Platz jetzt. Wieder schön über den rechten Spiegel. Ja, nice, oder? Was anderes, was Schöneres könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Hihi.
Und obligatorisch einmal aussteigen und nachschauen. Ja, ich denke, das ist okay. Erstmal, wir können ja dann immer noch ein bisschen nach vorne ziehen und so. Oh, hier natürlich auch aufpassen, aber das sieht noch in Ordnung aus. Noch, ja. Ach ja, da gehen die Lampen an, sehr nice. Die Laternen. Ah, okay, wir sind nicht perfekt da auf dem Strich. Aber mal schauen, ob sie uns trotzdem laden. Oh, da bimmelt mein Twitch. Und dann schauen wir mal, was es da vor sich hin bimmelt. Jonas 1600, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir ganz offiziell. Recht herzlich willkommen hier auf SimChain mit dem Euro Truck Simulator für OneSec Logistics Folge 1. Merci, gracias amigo muchacho, thank you very much für dein Follow. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, keep on trucking, mein Bester. Hoffe, alles klar bei dir. Viel Spaß und danke, 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 danke. Plus 1. Nein, das war zu viel des Guten. Das war zu viel des Guten. So, jetzt nochmal ganz decent. Einmal reingeknuspert und korrigiert. Und dann hoffen wir mal, dass der... So, wie gesagt, uns dann so lädt, wenn wir da halb auf dem auf der Markierung stehen oder ob es dann Probleme gibt. Nochmal ganz kurz gucken, wie weit sind wir da weg vom... Ja, viel Platz ist da nicht mehr. Ja, ich werde das Gefühl nicht los, jetzt müssten wir ja nochmal ein bisschen rüber korrigieren. Dann halt so. Oh je, der steht ja überhaupt nicht gerade da. Ach nee, da müssen wir ta... Eieiei. Heftig, hey. Tja. Doch mehr Arbeit, als ich da jetzt eigentlich noch reinstecken wollte. Aber gut, was soll man machen? Ich hatte es schon fast. Vielleicht wäre es auch gegangen, so wie ich es ursprünglich machen wollte. So. Jetzt steht da zumindest mal, denke ich mal, ganz okay da der Anhänger. Jetzt müssen wir dann nur noch den Zug gerade machen. Nur noch.
Aber jetzt würde ich sagen, sieht es ganz okay aus. Also zumindest der Anhänger bin ich mehr als zufrieden mit jetzt. Hätte beim ersten Mal auch schon geklappt, nur da waren wir ein bisschen zu weit neben der Linie. Also vielleicht hätte es auch geklappt, aber ich war da doch skeptisch. Oh. So, nochmal ganz kurz aussteigen. Ich glaube, hinten raus haben wir na, ein bisschen was. Na gut, ja. So, und jetzt wieder nach vorne. So, jetzt aber. Also, am Ende... Am Ende wird doch alles gut. Ja. So, nochmal ganz kurz hier. Ah, komm. Na, der muss schon gerade stehen. So, Achtung. Hi, Markus. So, noch einmal kurz nach vorne. So, jetzt bin ich zufrieden hier. Markus, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Alles klar bei dir? Schön, dass du reinschaust. Schauen wir nochmal. Also, rechts mehr als genug Platz beim Tor und links, man sieht's. Ein bisschen eng, aber auch noch eigentlich mehr als genug Platz, um die Sachen rein bzw. rauszutun, geht voll in Ordnung. So, einmal laden bitte. Und dann 3 Stunden, ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin in dieser Folge. Und wahrscheinlich auch ohne zu tanken. Licht wieder an. So, los geht's. Gang ist drin. Dann sage ich danke, Jungs. Und los geht's. Jo, Markus, freut mich, dass es dir gut geht. Was treibst du Schönes? So, Fenster machen wir dann auch mal wieder langsam hoch. Links frei, rechts, naja, links frei, rechts auch frei, cool. Oh, ob die Ampel, ah gut, ob wir die noch kriegen, wollte ich gerade sagen, ich bezweifle es und so war es dann auch. So, dann schauen wir uns nochmal den schönen Zug hier an. Ach ja. Einfach nice, das Baby. So, und dann fahren wir mal weiter. Oh, blinkt natürlich nicht vergessen. Wer blinkt, gewinnt. Ah, okay, Markus, warum denn das? Was bist du wieder am Downloaden?
So, links frei, rechts frei, links frei, cool, rechts frei, super cool. Ja, 22 Uhr, die meisten Leute haben hier Feierabend, nur die Trucker sind wieder unterwegs und ein paar Leute im Lager vielleicht. Software, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Meinst du damit, du machst ein Update? Oder meinst du, du ziehst dir ein neues Spiel runter? Ah, okay. Ja, schön. Da gab es wohl ein neues Update. Muss ich dann wahrscheinlich auch noch installieren. Aber mit jedem Update wird die PlayStation natürlich ein Stück besser. Also finde ich gut. Tja, wir müssen mal schauen, was wir die Woche noch auf der PlayStation und auf Let's Chase spielen. Da haben wir ja auch die Qual der Wahl. So, die Ampel werden wir aber nicht mehr kriegen. Nee. Ist mir auch lieber so, als wie wenn ich da so ein Krimi jetzt mit der Ampel noch eingehe. Ja, coole Sache, Markus. Und was hast du so geplant die Woche? Was wird bei dir gezockt? Resettet eigentlich die Kamera? Ah ja, die resettet immer, okay. Also wenn ich nah ranzoome, bleibt die nicht gezoomt, sondern geht dann zurück. Finde ich eigentlich ganz gut. Das ist also quasi die Standardentfernung der Kamera. Eieiei, das dauert hier wieder, Mensch. Also, du spielst immer spontan auf was du gerade so Lust hast, Markus. Ist auch nicht verkehrt. So ähnlich mache ich das ja momentan auch. Und läuft ganz gut. Manchmal plane ich auch Sachen. Ist eigentlich bei mir funktioniert beides ganz gut. Manche Sachen muss ich einfach planen, sonst mache ich es nicht. Aber ja. Spricht nichts dagegen, spontan zu agieren und zu simulieren, was auch immer man für einen Simulator spielt. So, jetzt geht's ins schöne Holland mit schönem Lang-LKW. Und dann, nachdem wir die Ladung da abgeladen haben, geht's dann auf unseren heimischen Hof. Trailer tauschen, aber das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, Leute. Denn bis wir dann in Holland sind, ist es, denke ich mal, 11:30 Uhr. Und dann muss ich langsam gehen. War aber wieder ein fantastischer Euro Truck Simulator Tag hier mit euch auf Twitch. Die nächste Folge kommt bald, da bin ich mir sicher. Und dann mit den neuen Trailers samt neuer Lackierung hier für Wanzek Logistics und dann auch wieder mit dem Trucksbook Open. Wie gesagt, da muss ich mir unbedingt mal eine Notiz machen. Oh, was haben wir hier? Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Ja, krass. Da wird hart rumrangiert. Mal sehen, ob sie das noch hinbekommen. Also da bin ich ja schon beeindruckt vom AI-Traffic, wie gut er das hinbekommt, sowas. Dass die dann wirklich da rumrangieren und so. Krass. Und dann läuft der Verkehr wieder. Respekt, Respekt. So, also weit ist es nicht mehr, 2 Stunden 20, kann man easy going machen.
Wenn wir dann hier irgendwann mal wieder auf unsere Geschwindigkeit kommen. Aber sieht gut aus. So. Wenn ich mir so den Himmel da vorne anschaue, das sieht doch schon hart nach Unwetter aus. Aber auch irgendwie extrem gemütlich. Oh nein, da ist doch nicht etwa die Straße gesperrt, oder? Oh doch. Tja, Umleitung incoming. Ich habe ja gesagt, na, wenn nicht Stau ist oder Umleitung oder sonst irgendwas Unfallmäßiges passiert, ja, da ist es passiert. Tja, kann man nichts machen. Dann sind es gut, ja, 20 Minuten länger. Damit kann man auch leben, solange wir dann am Ziel auch ankommen und das nicht verhältnismäßig deutlich länger dauert. Alles cool. So, links frei, rechts frei, links frei, rechts frei. Sieht gut aus. Ach ja, da erlebt man immer was als Trucker. Ja, könnte ich auch machen, aber das Navi hat hier andere Pläne. Fahren wir also mal da lang. Abenteuer. Was wird uns hier erwarten? Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal auf der Bundesstraße, nicht mehr auf der Autobahn. Und viel länger ist der Umweg ja auch nicht. Ah, vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere Highlight zu Gesicht, wenn wir hier diese Alternativstrecke lang fahren. Jetzt kommt wieder dieses Gedudel. Das soll mich wohl stressen, aber das ist mir völlig egal. Wir kommen an, wenn wir ankommen. So, links frei, rechts frei, links frei, rechts frei. Aber es ist halt schon, wer hat sich den Scheiß ausgedacht, dass dann so Gedudel kommt? Oh Mann, oh Mann. Wieso, was ist los mit deinen Trophäen? Alter, was ist das für ein Scheißgedudel? Also ich hab echt, also mich nervt das nicht oder so, mich stresst das nicht, aber das ist halt voll unpraktisch für den Stream. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo man den Scheiß ausmachen kann, das wird's hier nicht sein, oder? Ach, egal, dann. Ach, egal, lassen wir's an. Oder warte mal. Ich probiere mal was. Vielleicht ist es doch unter dem Menüpunkt hier. Dann mache ich jetzt mal kurz die Musik aus. Musiklautstärke. Man hört sie immer noch. Menü Musiklautstärke. Okay, Moment. So, jetzt habe ich die Idee. Achtung. Ja, okay. Jetzt ist sie weg. Tja, sowas aber auch. Pech gehabt und tschüss. Ja, ich wollte eigentlich jetzt kurz die Musik ausmachen und dann wieder anmachen, aber ich lasse sie jetzt aus, weil eigentlich braucht man auch im Menü nicht unbedingt Gedudel. Und falls doch, schalte ich es halt wieder ein, schön im Hintergrund so, falls ihr da großen Wert drauf legt. Ja, etwas zu schnell, schon klar. Holland, wie schön. Ui, okay. Ja, Markus, dann hast du ja dich ganz schön
gesteigert. So, hier ist eine Tankstelle, aber ich denke, das brauchen wir jetzt nicht zwangsläufig. Vor allem ist die auf der anderen Straßenseite. Oh, was ist das hier für eine baulich begrenzte Mauer? So, da müssen Sie kurz warten, mein Kollege. Ah, da fährt er auch schon lang. Ja, von links darf ich da eh nicht reinfahren. Von daher hat sich das erstmal erledigt. Oh, und dann fahren wir hier schön über die Landstraße rein nach Holland. Kann man schon mal machen. Freitag 0:31 Uhr. Was könnte es Schöneres geben? Und dann auch noch so richtig schöne Rallye-Strecke hier. Schön mit Lang-LKW. Und natürlich dem Fahrradstreifen da rechts. Ich denke mal zumindest, dass es einer sein soll. Ah, okay, verstehe, Markus. So, dann geht's hier auf jeden Fall wieder auf die Autobahn und schöne, ich nenne es mal orangene Laternen im Land der Orangen, der orangenen Farbe zumindest. Auch sehr eng hier, ach du Schande. Zum Glück kommt hier keiner. Oh, das könnte jetzt durchaus, ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht. Oh, ist das eng hier. Oh, das könnte den einen oder anderen Kratzer geben. Nee, es passt. Aber wirklich nur, weil ich total eckig da reingefahren bin. So. Auch hier ein bisschen aufpassen. Ich meine, wenn da mal so ein Anhänger ein bisschen an der Leitplanke lang schiebt oder zieht, dann macht das eigentlich nichts. Wenn es wirklich nur dezent ist, ein bisschen quasi mit Standgas. Wenn du Glück hast, sieht man da nicht mal irgendwelche Spuren, irgendwelche Kratzer oder so, je nachdem, mit welchem Teil man sich da kurz anlehnt. So, was haben wir denn hier eigentlich? Moment, nochmal kurz den Chat checken. Jeanette, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und adios, Senorita. Alles klar, Markus. Viel Spaß. Watch Dogs haben wir natürlich auch noch vor uns. Dann hau rein, Markus. So, und wir werden jetzt mal hier schön unseren Auftrag beenden. Dann beenden wir wiederum die Folge und in der nächsten Folge fahren wir dann von unserem letzten Kunden für heute rüber auf unseren Hof, reden kurz mit unserem Chef von Wanzek Logistics, dem Thomas. Dann machen wir Trailer tauschen, dann haben wir die neuen Trailer mit der Wanzek Logistics Lackierung und bang it. Dann kann die nächste Folge kommen, Leute. Ach so, du bleibst noch. Ja, okay, dann einfach viel Spaß beim Zocken und schön, dass du mir hier in virtueller Art und Weise Gesellschaft leistest. Und wie gesagt, Watch Dogs fangen wir dann auch bald an. Ich meine, wann kommt Watch Dogs Legion raus? Übernächste Woche. Also, das heißt, bald geht's hier ohnehin mit Watch Dogs los. Spätestens, wenn Watch Dogs Legion rauskommt. Und dann nicht nur Legion, sondern direkt 1, 2, 3. Da sage ich schon mal Boom Baby. Liebe Grüße an den Let's J-Kanal. Da wird das nämlich gespielt. Ich freue mich drauf. Oh, GTA 5 müssen wir auch mal weiterspielen auf Let's J. Ja, passt ja auch so. Beides so Open World Gedöns. Watch Dogs, GTA, warum nicht? So. Okay, das sagen sie schon. Ich darf hier auf den rechten Streifen fahren, beziehungsweise es ist sogar erwünscht. Also fahren wir hier wegen zu viel Verkehr. Das sehe ich zwar jetzt hier nicht. Oh, da ist aber auch krass mit dem. Ne, da traue ich mich gar nicht, hier rechts zu fahren. Habt ihr den Tunnel gesehen? Ich glaube, wenn ich da komplett rechts fahre, da wäre ich da gerade voll mit dem Dach gegengedonnert. Also, das ist, glaube ich, ein Fehler vom Game. Oder von Pro-Mods, weil
da haben sie, glaube ich, nicht drauf geachtet. Da muss ja dann auch gewährleistet sein, dass man nicht irgendwie mit dem Dach dagegen donnert. Also ich glaube, das war hier, wenn das von Promotz ist, und ich glaube, das ist von Promotz, dann ist das auf jeden Fall ein kleiner Designfehler von Promotz. Zum Glück habe ich das gerade gecheckt. Also wir können es mal irgendwann, wenn so eine Situation wieder ist, testen. Dann fahre ich da halt mal, wenn kein Verkehr hinter mir ist, ganz langsam rechts. Und dann gucken wir mal, ob das Dach die Tunneldecke berührt. Aber das sah schon sehr danach aus. Also da hab ich richtig Angst gerade gehabt. Sag mal, das Fenster ist aber zu, oder? Ja. Gut. So, hier sind auf jeden Fall auch wieder. Ja, gut, nee, das ist hier alles wieder Standard, okay. Und da vorne ist dann auch schon der Kunde. So beschreibt der gute Markus. Ja, kein Problem, Markus. Irgendwann wird das Update ja auch fertig sein. Wieso keine Spur? Hast du das Schild nicht gesehen? Das heißt, ich sollte da auf dem Standstreifen fahren. Oh, Moment, ja, lässt er mich rüber? Ja, danke. Da muss ja auch gewährleistet sein, dass man da halt durch den Tunnel kommt, das meine ich. Oder die müssen das Schild halt zuklappen, dass man da nicht auf den Standstreifen fahren soll. So, das war. Ach so, okay, ja, nee, passt. Naja, du sagtest doch, die PS4 saugt gerade dein Internet wegen dem Update, das du da machst. Oder ich habe irgendwas komplett falsch verstanden. Ach so. Ja, okay. Dann ist ja gut. Dann kannst du ja gechillt zocken und Internet nebenbei laufen lassen. Wunderbar. So, und nochmal rot, warum auch nicht? Das gibt es wahrscheinlich auch nur in Holland mit dem Kreisverkehr Ampeln. Aber gut, warum auch nicht, gell? Also macht das Fahren natürlich leichter. So, und dann hier raus und dann sind wir scheinbar hier schon direkt im Industriegebiet beim Kunden oder was auch immer, wie auch immer. So, dann machen wir hier schon mal das Fenster runter. Oh, hier rechts ein Autohaus, schön. Okay, Vorfahrtsstraße, cool. Aber ein bisschen eng auf jeden Fall. Ja, schön, dass da keiner kommt. So, und da links ist schon wieder DB Schenker. Okay, und wieder so eine typische DB Schenker. Gebäudestelle. Aber das kriegen wir jetzt auch noch hin, Leute. Kein Problem. Solange hier noch jemand ist. Ja, hier scheinen die drei Schichten zu arbeiten. Früh, spät, Nacht. Okay. Alles klar, und ja, wie sollte es auch wieder anders sein? Dann darf ich zum Tanz bitten, dann fahren wir da schön an die Rampe und laden das gute Salz ab. Oh, was haben die hier? Premium Quality, ja, ich sehe schon. Und Holzstämme. Ja, warum auch nicht, ne? Mal ein paar Holzstämme da liegen. Man weiß nie, für was man es braucht. Hallo 1775 und so weiter. Ja, wir spielen hier noch Euro Truck Simulator, sind aber gleich am Ende der Folge angekommen. Schön, dass du reinschaust. Was geht denn bei dir so?
Tja, da bin ich ja mal gespannt auf deine Frage. Oh, das hätte ich auch besser anfangen können. Und dann auch noch im Dunkeln. Jo, geht auf jeden Fall. Zwar nicht offiziell, aber mit einem ziemlich guten Mod oder man kann sagen Software. Du musst mal ETS2 Trackers MP eingeben, dann kommst du direkt auf ihre Website und da siehst du dann, wie man das alles installiert. Relativ einfach, geht ohne Probleme. Und wenn du auf Multiplayer-Action stehst, dann wirst du damit auf jeden Fall auch eine Menge Spaß haben. Ja, wie gesagt, das hätte ich besser anfangen können. So, da ist. Okay, ja, es ist noch zu retten. Nur im Dunkeln sieht man natürlich nicht so gut. So, links haben wir auf jeden Fall noch Platz. Okay. Bam, 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 bam. Ah, okay, der Markus hat dir schon den Link geschickt. Sehr aufmerksam von unserem Markus. Don't try this at home. Gibt dem hier wieder eine ganz neue Bedeutung. Ich sehe wieder gar nichts, also nochmal aussteigen. Nochmal schauen. Ja, schon wieder zu krass. Ja, hätte ich mal besser mich ein bisschen beim Anfahren konzentriert. Da müsste ich jetzt nicht so viel korrigieren hier. Oh, man sieht halt gar nichts. Habe ich das schon mal gesagt, dass man nicht sieht, ja? So, jetzt zumindest haben wir hier jetzt schon mal den mächtigen Vorteil vom linken. Okay, aber das bleibt, boah, das bleibt eng hier. Ja, wobei, jetzt ist eigentlich ganz okay. Jetzt sieht's gut aus. Ja, also ich kann dir 1775, guck mal rechts oben, Simchat YouTube, da kommst du auf meinen YouTube-Kanal. Er muss mal gucken, das achte oder neunte neueste Video ist eine Folge, wo ich Euro Truck Simulator im Trucker MP-Spiel, da kannst du dir mal ein Bild vermitteln. Man sieht halt schon den ein oder anderen Fahrer. Also du bist auf keinen Fall alleine. Boah, ich habe schon wieder Angst. Ich steige noch mal aus. Zu Recht. Ups. Gang sollte man natürlich schon einlegen.
Ja, jetzt steht er gut da. Jetzt muss ich ihn nur noch rumkriegen. Boah, ist rechts, ne? Aus dem Spiegel, das ist ja echt sowas von krass dunkel. Da gucke ich jetzt noch mal. Okay. Das sieht gut aus, so. Aber wenn mir jetzt nicht der Platz ausgeht, was durchaus passieren könnte, dann ist ja alles gut. Na gut, das sind ja Poller an den Rampen. Wenn ich da leicht dagegen stoße, macht das nixe. Ne, noch nicht perfekt. Ich weiß, ich will nur ganz gerade ziehen. Ihr kennt mich ja, Leute. Na? So, mal kurz laufen lassen und jetzt würde ich sagen, könnte es klappen. Es könnte auch schon wieder zu viel gewesen sein. Das war zu viel. Ja. Okay, aber jetzt habe ich zumindest hier den perfekten Platz, um wirklich gerade zu ziehen. Das ist doch nice to have, meine Freunde. Oh, immer noch nicht. Immer noch zu krumm hier. Wie die Banane. So jetzt aber, hey. So gefällt mir das. Ja, wunderprächtig. Ups. Motor aus, Folge so gut wie im Kasten. Also schauen wir mal rechts, ne? Innerhalb dieser Markierung. Sehr schön. Selbst wenn man auf der Markierung oder einen Tick drüber ist, gehen die meisten Rampen noch dran. Links mehr als gut. Alles gut. So, bitte einmal abladen. Na, gucken wir nochmal. Also links, zack, bumm, hinten dran, rechts. Zack, bumm, hinten dran. Ja, kann man stehen lassen. So, der letzte Schluck Kaffee ist auch in der Taste. Ach, verspätet. Seid froh, dass ich ankomme. Ja, als ob man für 2 Stunden so viel Geldstrafe zahlen müsste. Ein bisschen mehr Realismus wäre ganz geil. Überhaupt, ich frage mich, ob die Preise ansatzweise realistisch sind, die da zu Trage kommen. Ich habe da meine Zweifel, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber es scheint mir doch etwas hoch zu sein. Okay, Leute. So, noch ein Schlückchen Kaffee. So, wir wollten 11:30 Uhr hier die Folge fertig machen. Jetzt 11:35 Uhr fast. Hat doch gut geklappt. In der nächsten Folge geht's weiter. Da fahren wir hier in Holland rüber auf unser Firmengelände zu Wanzek Logistics, holen die neu lackierten Trailer und dann geht es auch wieder wahrscheinlich ab in den Fernverkehr. Möglicherweise, ja, keine Ahnung wohin, das sehen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Markus, Jeanette, Thomas, Nils, Tommy und der Ehrenbruder und der 1755 und alle anonymen Leute da draußen, vielen Dank fürs Zusehen, war wieder geil mit euch, hat richtig gut getan. Ja, danke ebenso, Ehrenbruder. Na, wir sehen uns dann die Tage hier wieder, wenn ihr möchtet.
An alle neuen Follower nochmal, hier gibt es nicht nur Euro Truck Simulator, nein, hier gibt es einiges an Simulationen querbeet durch. Also vielleicht schau dir auch mal dann vorbei, wenn wir hier was anderes spielen als Euro Truck Simulator. Und ja, jetzt nochmal ganz allgemein an alle da draußen. Danke auch dir nochmal, Nils. Ja, danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann die Tage. Ihr könnt auch gerne mal auf meinem anderen Kanal vorbeischauen, Let's J. Also letsjay.de geschrieben, genau wie simjay.de geschrieben, DE für Deutschland. Da gibt es dann irgendwelche krassen Baller- und Action-Games, die Tage, Wochen, Monate mal schauen. Ich wünsche euch was, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, bye bye, ciao.